95.5 Charivari, Münchens Hitradio. Das Wiesnstudio 2015 aus dem Winzerer Fahnde. Und der Schallbach ist live zum Winzerer Fahnde, zum Charivari-Studio. Unser München- und Wiesenreporter Oliver Luxemburger, der ist im Winzerer Fahnde mit den Jungs vom Skandal aus Bayern. Die spielen jeden Abend 2 Stunden live auf der Wiesn. Bei mir im Studio zu Gast die neue Abend-Super-Power-Wahnsinns-Band, die im Winzerer Fahndl künftig hier einheizen wird. Namens Skandal aus Bayern. 5 Jungs sind's, die hier bei mir im Charivari-Wiesenstudio am Biertisch sitzen. Mit frisch eingeschenkten Paulaner Mass. Du, Sascha, man diskutiert ja immer, was ist jetzt der neue Wiesenhit. Wir hören uns immer um, unsere Spione sind ja überall. Also beim Gillamo, Sanz und auch bei der Rosenheimer Wiesen. Bisher konnten wir noch keinen neuen Wiesn-Hit ausmachen. Wie sieht's denn aus? Also ich persönlich bin auch der Meinung, dass dieses Jahr erstmalig der Wiesn-Hit erst während der Wiesn geboren wird. Mhm. Weil im Normalfall entsteht der Wiesn-Hit weit vor der Wiesn, dass er quasi während dem ersten Tag und die fortlaufende Zeit bis zum Ende der Wiesn schon spielbar und singbar ist. Ich denke, der entsteht nur, welcher Hit das es sein wird. Man darf gespannt sein. Helene Fischer? Ja, gute Chancen. Hat gute Chancen, denke ich mal. Wir haben das also alle paar Minuten im Programm. Wir haben das umgebaut. Das ist unser Prositz. Das heißt atemlos an die Mass, hoch die Krüge, wir wollen Spaß. Atemlos, schwindelfrei, oh Paulaner geht noch nein. Atemlos, Prost, Prost, Prost. Das ist immer so. Es gibt ja erstens mal 2 Kategorien für den Wiesn-Hit. Es gibt den nationalen Wiesn-Hit und es gibt den internationalen fürs internationale Publikum, die ja meistens diese ganzen deutschen Möchtegern-Wiesn-Hits gar nicht kennen. Und die singen dann irgendwas, was man nach 5 Mal halt auch noch mitsingen kann, so wie Hey Baby oder und so sagen. Und der nationale Wiesn-Hit ist dann meistens in jedem Zelt irgendwas Eigens, weil irgendwas einfach super kommt. Das ist wunderbar. Bei uns Skandal aus Bayern, die neue Band im Winzerer Fahndl, im Paulaner Festzelt. Und wir von oben werden heimlich dirigieren. Man sieht es zwar nicht, aber ich stehe mit der Mast an der Balustrade und grüße freundlich zu euch runter. Ja. Burschen, schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns wahnsinnig auf euch. Prosit. Prost, meine Hand. Aus dem Wiesnstudio. München-Reporter, der ja in diesen 16 Tagen Wiesn-Reporter ist. Genau. Und über Luxemburger, zurück zu euch. Dankeschön, Olli, dir einen schönen Abend im Winzerer Fahndl. 95.5 Charivari, Münchens Hitradio. Das Wiesnstudio 2015. Mit Skandal. Und Charivari. Und dann geht's ab mit Charivari. Dieser Moment kann alles verändern. Alles verändern. Kommst du mit mir?